So, sind wir drauf? Sind wir drauf? Wir sind drauf. So, ihr seht, wir kriegen nächstes Mal den Windgürtel, also wenn wir das hier geschafft haben. Ja, den Windgürtel kann man natürlich hier gebrauchen, weil die Säuregruben sind sehr effektiv. Ja, da hast du recht, Typ. Säuregruben könnten nützlich sein. So, nehmen wir. Ach, wir haben schon den Windgürtel. Ach, das ist ja schon mal sehr gut. Das tue ich hier mal nicht rein, weil irgendwie, ich mag das Ding auch nicht. Ich sehe immer so viel Schaden im Nahkampf. Terrafallen. Ja, Terrafallen können wir diesmal, glaube ich, sogar gebrauchen. So, packen wir alles ein. So, und übrigens, wenn man auf Zauberbuch geht, hier oben, seht ihr, da, das sind die Typen, die kommen. Schieß mit deiner Armbrust auf dich und deine Volksleute, bla bla bla, Zielstrebiger Wüstling, der den Spalt erreichen will. So, okay. Noch nicht die Orte entfesseln, bitte lasst mich noch planten. Ich mag das hier. Das wird sich hübsch an dir machen. Ja, das wird sich echt hübsch an dir machen. Sag so. Okay, erstmal so, wieder in den Spalt und auf Nahkampf. Nein, den Spalt, sag ich schon, an die Tür hier, ins Tor. Ich stecke auf die Fresse erstmal. Stunnen, stunnen. 360. Boah. Trickshot, bitch. So, nein, 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 bitte fass mich nicht an. Oh mein Gott. Ist das scheiße, ey. Finalst scheiße, ja. Ja, toll, jetzt brauchen wir die, Bäder da noch nicht mal, diese Säurebäder. Weil die irgendwie schon so genug auf die Fresse bekommen. Okay, da brauchen wir die jetzt, glaube ich. Warte. Die ist tot. Nein. So, da. Boah, du liegst auf dem Boden, ich baller weiter auf dich drauf. Lol. Ah, die kommen hier rüber geflogen. Der lebt noch. Okay. 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 So. Einfach mal weiter über diesen. Unbedingt angenehm. Ich glaube, hier plant ich mal eine Reihe von den Dingern. So, wieder ans Tor. Fall auf die Fresse. Kennt ihr? Es gibt irgendwie einen YouTube-Kanal, der ist super lustig Comedy. Der hat einen Kumpel von mir gesagt, der Humor ist so stumpf, der schon irgendwie wieder geil ist. Er hat mir gesagt, Hordis und Hardis Hafenkneipe. Das ist so behindert, dass irgendwie schon wieder geil ist. Weißt du, da sitzt da so ein Typ, da sitzen da so zwei Typen. Der eine macht meistens so einen ganz billigen Witz oder so ein Wortspiel und stellt das dann irgendwie mit einer Figur oder, ja, ich sag euch jetzt einfach mal, weißt du, da hat er, so eine kleine Bimmelbahn gab, so ein kleines Eisenbähnchen, was man so über so kleine Gleisen fahren kann, fahren lassen kann. Und da hat er halt so eine Harfe draufgestellt, dann Hordi, was ist das? Dann, ich weiß nicht, Hardi. Dann hat er gesagt, Hafenrundfahrt. Aber ungefähr auf dem Niveau sind die ganzen Witze. Nee, die haben irgendwie nichts getaucht, außerdem muss ich mal an die Seite machen. Aber für Orks. Ne? Hätte sie mal ein paar mehr Sprüche ausdenken können. Genauso wie die billigen FIFA-Typen da immer. Die immer denselben Spruch ablassen. Ich kenne das nur noch von FIFA 2004. Mein erstes und letztes Fußballspiel, was ich mir kaufen werde. Ja. Ich hasse Fußballspiele. Zu zweit gehen die eigentlich noch, weil irgendwie ist sich in was battlen, also gegen andere, immer irgendwie lustig, finde ich. Selbst in FIFA, da geht's auch noch, gerade bei den Neuern auch mit einer schöneren Grafik. Aber irgendwie, also gerade im Singleplayer, boah, ey, da kotze ich gegen die Wand. Ich mag ja Fußball sowieso nicht. Oh ne, hält der Typ da alles auf. Ich mag Fußball ja sowieso nicht, wer mich kennt. Und ja, ach Gott, schlimm. Ich hasse Fußball. Kann man noch mit Freunden, wie gesagt, spielen, aber gerade alleine oder allgemein irgendwie, nee, danke. Bin ich echt nicht so der Typ für. Wir sollten mal hier so Dinge platzieren. So. Oh yeah. Rolle starten. Rolle entfesseln. Gift. Ja, guck mal, hier steht jetzt auch Giftstachel. Was steht denn hier? Was steht denn hier? Was steht denn? Ah ja, mal verkauft. Ich wollte dir. Ich hab den Windgürtel ganz vergessen. So, hier rüber locken, schön. So, wechseln. Wechseln. Boom. 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 Seht euch alles von unserem Mana, wir haben nicht nur Leben, sondern auch Mana. Boah, hat es gerade geruckelt. So, komm her. Weil manchmal ruckeln die Steam-Spieler auch übelst. Also dann ruckeln die für so einen kurzen Moment und dann geht's wieder weiter. Und gerade das Spiel hier, das hat mich schon eben, also ich wollte ja gerade eben schon aufnehmen, zur Verzweiflung gebracht, weil als ich die, ihr könnt ja mal erzählen, ob das bei euch so ist, als ich die,
Auflösung runterstellen wollte, halt auf 1280 zu 720, weil sonst ruckelt die Aufnahme voll. Als ich das umstellen wollte, ist mein Bildschirm dann schwarz geworden und ich konnte nichts mehr machen. Das kenne ich schon von anderen Spielen so, sprich Online-Spiele wie Assassin's Creed, habe ich mich auch schon mal drüber ausgelassen, wer unsere alten Videos kennt. Die kann ich einfach nicht mehr spielen, weil dann der Bildschirm schwarz wird und nichts mehr geht. Weder Brotherhood noch Revelations. Revelations zuerst und dann aber erst Brotherhood. Komisch. Ach, was ist das so? Weil ich und Kumpel wollen da letztes Mal zocken und dann ist es halt passiert und dann, oh, große Enttäuschung. Das wird klasse. Ja, das wird echt klasse, Junge. Das wird klasse, du. So, dann haben wir den Armbrust-Orks. Okay. Müssen wir mal, also was echt nicht verkehrt ist, was ich auch, glaube ich, echt bald nochmal machen werde, ist, sich bei anderen Let's Playern Anregungen zu holen, was die da kommentiert haben. Beispielsweise, der Bram von Pizmi, das ist ja auch Let's Played. War ich erstmal voll überrascht, dass er das Let's Play hat, wusste ich gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, guck dir das mal an, um zu gucken, überhaupt was der kommentiert. Machen wir Info. Wir haben hier nichts zum zum runterfallen lassen oder zum übergießen oder so. Was der da kommentiert hat, weil dann könnt ihr es ja auch kommentieren, oh, aber mit euren eigenen Worten. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke mal schon. Komm mal, mach mal weg. Sieh mal, ob das passt. Ja, Mama, mache ich. So. Komm schon. Letzte Runde für heute. Dann ist auch für heute Schluss mit der Aufnahme. Jetzt, das waren jetzt schon die 4 Aufnahmen hintereinander. Die paar Minuten da. Ich weiß es nicht viel, aber reicht erstmal. Dann habe ich das Let's Play schon mal im Voraus alles. So. Ich mache das Let's Play nämlich hier im Voraus und werde das hier erst hochladen, wenn ich Spore gemacht habe. Ja. Also ich habe die Let's Play schon mal im Voraus und kann mich dann schön entspannen, gerade wenn die Schulzeit anfängt. Dann alles hier schon jetzt Vorränder, morgen ist jetzt schon wieder Schule. Oh Gott, das hier ist jetzt der, wie viel, der 12.8. haben wir jetzt heute, weil es schon Gamescom und ja, ich komme schon so auf die Gamescom. Ja, wir werden da sein. Und ja, das hier ist jetzt auch voll nötig, das zu erklären, weil das hier wird eh nach der Gamescom ausgestrahlt. Lol, ich komme hier echt durch. So, am Anfang helfen noch die billigen Taktiken, wie gesagt, nachher ist es schon ein bisschen komplizierter. Gerade jetzt, wo ich war. Muss man auch schon mal auf die Umgebung ein bisschen setzen und ja. Okay. Yeah, I am Pressure Dance. Und damit verabschieden wir uns, wie gewohnt, mit dem Siegesschild und dem zwinkernden Homo. Ey, wir gehen gerade noch shoppen, weil wir jetzt Cola haben. Moment, das müssen wir noch gerade machen. Verbesserung kaufen. Fallwende auf jeden Fall. Okay. Annehmen. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis bald.